Es ist nicht per se problematisch, mit einer Maschine zu sprechen, also mit ihr so zu interagieren, als wäre sie ein Du, als wäre sie ein Subjekt, was sie nicht ist. Sie erscheint nur als Objekt. Ja? Ich glaube, das ist nicht per se problematisch, denn natürlich kann uns das in manchen Zusammenhängen tatsächlich vielleicht irgendwo Entlastung bringen. Ja? Wir müssen mal gucken, was wird dann aus dieser Entlastung, wo kommt dann hintenrum der Stress wieder rein. Ja? Aber natürlich muss man kritisch hinschauen und kritisch muss man da hinschauen, wenn wir anfangen, uns immer mehr auf Maschinen als ein Du zu beziehen und gleichzeitig aber vielleicht auch zwischenmenschliche Beziehungen schon ein Stück weit darunter leiden. Ja, also in der Form, wir werden ja nicht in der Zukunft nur noch mit Robotern reden. Das ist Quatsch, okay? Das ist so eine Horrorvision. Wir werden uns weiterhin mit Menschen unterhalten. Aber auch diese kleinen zufälligen Begegnungen, ja, an der Kasse im Supermarkt, beim Arzt, in der Straßenbahn und so weiter, diese kleinen zufälligen Begegnungen, die auch Gesellschaft ausmachen, die auch Gesellschaft zusammenhalten, die drohen schon teilweise reduziert zu werden, wenn ich da zunehmend irgendwelche KIs einsetze. Und ich glaube, da müssen wir kritisch hingucken. Und ich glaube, wir müssen kritisch dahin gucken, wenn es irgendwo dazu kommt, dass wir tatsächlich irgendwie am Ende uns fürsorglicher auf Maschinen beziehen, wie zum Beispiel das schon mit Tamagotchis und so der Fall war, als auf Menschen, ja, die, und wo es uns egal ist, dass sie halt irgendwo anders verhungern. Bisschen plakativ, ja? Aber das ist ja so dieser Grundzusammenhang, wo man sagen muss, okay, da wird es kritisch. Und deswegen ist es wichtig, nicht jetzt zu glorifizieren oder zu problematisieren, nicht zu sagen, alles wird ganz toll oder alles wird ganz schlecht, nein. Sondern uns zu überlegen, wie können wir Entwicklung so gestalten, dass KI uns einen Nutzen bringt. Und dafür müssen wir aus dieser Brille des Vorhersehens in die Brille des visionären Denkens. Ja, nicht nur versuchen, die Zukunft irgendwie vorherzusehen, sondern zu erkennen, dass wir Zukunft gestalten können.